Der klimpert. Wo klimpert er? Wo ist der Klimpermeister? Der ist ja drin, oder was? Na, ich sag's ja. Der spielt nicht mehr rund um die Uhr aus. Und die Schweine genauso. Aber ich glaube, die haben ja Hunger, gell? Die wollen mich zusammenfressen. Aber Bayer schmeckt nicht. Hinter vorne geh. So, meine Frau Nacht, wann kommt wieder der Herr Doc? Okay, boah, mach rein. Ja, so nicht, gell? Ich bin jetzt langsam beim Klicken. Oder schnell, ja? So. Okay, Leute, jetzt habe ich das Problem mit den Viechern, gell? Ich hätte mich belagert. Ich sollte jetzt circa mal meinen Kassmesser. Ach so, mein ganzes Rudel. Hilft nicht. Dann gibt es da Rudelschlachten. Ja, da sind's. Diese Scheißviecher, geh schlafen. Ja, in der Runde schlafen, und zwar um 4 in der Früh. Na, halb 4. Also, wo kommen die her? Ach, die kommen da rein, schön. Ich depp. Das Money muss ich anders bauen. Guten Morgen und die Viecher brennen. Das sehe ich gern. Schwein, brenn weg, jetzt hat. Verpufft und zugenäht. Aber eh wieder, er haut nicht ab, geh. Hilft nicht. Hinterher. Wieder schluckt die. Ich brauche nämlich den Axtstone. Vielleicht sollte ich mir bei Gelegenheit ein paar von den vier zähmen, gell? Dann kann ich regelmäßig Axtstone abbauen. Wie schaut denn aus, ha? Soundtrack. Da ist er. Der wollte nicht mehr, ich hab keine Lust mehr gehabt. Okay, jetzt brauche ich erinnert natürlich auch noch doch, gell? Aber. Das mache ich jetzt später, gell? Weil es kommt dann noch ein Dachbohnenaffe. Ein echter Dachbohnen. Jetzt müsste die Scheiße auch noch vorher sitzen, gell? Etwas versitzen. Es könnte aber. Nein, das lohne ich gleich. Ja, was haben wir da? Zwei Blöcke, gell? Das heißt dann, zwei Blöcke freilassen, kommt das Ding da her. Und die Kisten kommen dann da her, gell? Die Kisten kommen da her. Aber, was tue ich dann in der Mitte, hä? In der Mitte hätte ich dann drei Platz, oder? Schon, gell? Wobei, das kann ich nutzen, oder? Für einen Abstieg. Für einen Keller. Meine Samen, die Pilze und... Nein. Das tierische Klump. Ja, warte mal. Der Arkstone. Der mein Sicherheitbringer.
Ja, warte mal, ich bei erst mit dich, gell? So meine, kommen die wieder. Die Ganoven. Ja gut. Und eine Mauer. Aber ich könnte eigentlich. Da kann die Brücken hier sitzen. Dann sägt mir die Tiere ein bisschen besser, gell? Wie schaut denn aus? Kann man eigentlich so verkaufen, oder? Kann man verkaufen, aber man muss nicht. Das ist das Gute dran. Das ist die Frage, wie hoch. So, oder? Das ist so. So hoch, aber. Wie schaut es mir denn doch aus? Wie schaut es denn mit dem Dach aus? Das Fenster stimmt auch nicht mehr, gell? Wie schaut denn mit dem Dach aus? Mache ich vielleicht ein flaches Dach her, oder? So eins, he? Oder ein bisschen kleiner. Ich würde sagen, das probieren wir aus. Kommt er so her. Dann vielleicht da noch überstehen. Seht das? Also haben wir die Lampen. Wir haben einen Lampenfetisch. Da rum genauso. Es wird dann so hoch, oder? Und dann könnten wir mich erbeugen. Ja gut. Pass auf, der hier beugen. Den tun wir da in den Zimmern. Bitte hergeh. Und den machen wir rot, oder? Geht schon, oder? Moment, nehmen wir das da. Und ich kann immer noch oben das Fenster einbauen, oder? Wie schaut denn aus? Die Scheiße aus der Entfernung. Wobei, es geht eigentlich, oder? Und die ist auch andersrum. Seht das? Damit es einen schönen Abschluss hat. Ich meine, das Auge ist doch mit, oder? Und natürlich da oben genauso. Das ist langweilig. Ich brauche nämlich noch ein paar Dächer. Mehr Dächer und eine Lampe brauche ich her, gell, darin. Das schaut irgendwie schäbig aus, oder? Aber das kriegen wir schon. Das kriegen wir, Bum. Okay, pass mal auf, mein Blattl doch. Also, haben wir. Pass auf, her damit.
Langt das, ja? Ich glaube nicht, gell? Es langt mir. Und Feuer frei. Jetzt schießen wir mit dem Dach. Scheiße, Dorfi. Alles hilft nicht. Moment, Trick 17. Trick 17. Und jetzt bringen wir Trick 18. Nein, das nicht. Oder springen. Okay, was sagt er? Er sagt, es passt, gell? Die Fenster muss ich gerade versetzen. Hey, warte mal. Da passt nichts, ist schön. Fuschenbau, jetzt passt es. Wie schaut das aus? Das da her und da ist er noch, gell? Okay, Bäume, jetzt hoppelt die mal. Aufs Dach rauf. Und da den einen. Seht das? Könnt ihr eigentlich gleich. Eigentlich gleich ein Fenster ziehen, oder? Das machen wir nämlich da, ja. Moment, nochmal aus der Entfernung schauen. Das muss ich etwas beäugen. Aber nur kritisch beäugen, gell? Ich weiß ja nicht, hä? Oder setzt man das sonst her? Wobei, das passt, oder? Man kann es immer noch ändern, gell? Und da könnte man eigentlich. Nein, das nicht. Das da. Eigentlich ein Fenster reinhauen, oder? Oder nicht? Du, geh mir weg da, gell? Wobei, da kann er bleiben. Kommt nämlich dann der Eingang da her. Oder zwei, hä? Wobei, den muss ich noch versetzen. Oh. Ja gut. Das war ja erst symmetrisch mit dem Haus, oder? So ungefähr. Schon, gell? So ein bisschen. Wobei, so genau nehmen wir es auch nicht. Okay, Bob, wie schaut denn aus? Jetzt muss ich gerade noch. Ja, gut, drinnen, gell? Drinnen ist noch einiges angesagt. Wo geht denn rein? Ah, da vorne. Da muss ich mir erstmal in Druck wohnen, gell? Das da drin, gell? Ja, bedarf. Ich werde erstmal sagen, ein bisschen versetzen, gell? Und zwar haben wir da immer drei gehabt: drei kleine Blöcke ums Haus. Das heißt da grün und dann kommt da dreimal grün und dann kommt die Hecken. Dreimal grün, Hecken. Wer grunzt da, hä? Ich glaube, da ist irgendwo eine Höhle, gell? Ich glaube, da waren wir ja nicht. Da grunzen so Lerfer. Weil mir einfach mal ist mit grün. Damit die mir ausgehen. Und schon wieder schaufeln, gell? Meine ewige Lebensaufgabe.